Okay, Mario 64 DS, wir spielen, wir sind mit dem Randomizer gerade erst fertig und wir dachten uns, wir gehen ins Spielzimmer und spielen die Minispiel von Mario 64 DS, welche ich technisch gesehen nicht kenne. Ich hatte nur New Super Mario Bros. DS, wo es auch viele der Minispiele gab, aber nicht alle. Das heißt, ein paar davon werden auch neu für mich sein. Es gab die guten. Ja, yeah, wie das zum Beispiel. Es gibt halt wirklich solche Bullshit. Ja, es gibt solche Bullshit-Spiele. Pass aber auf, in dem Spiel geht es darum, dass man liebt mich, liebt mich nicht. Liebt mich. Fully hat das bestimmt in der Pause gemacht. Nein. Liebt mich? Oh oh, Jungs. Oh nein! Ich hoffe, ihr seid bereit. Keinem guten Stern. Wir können eigentlich direkt werden. Geh zurück. Resette das. Lies dir die Regeln durch. Ja, das ist gut. Okay. So, das dauert jetzt scheiß lange, weil ich den alten 3DS hab. Das war den Joke nicht wert. Was macht ihr heute noch so? Ich hab gehört, ihr wollt Luigi's Mansion spielen und das geht nicht gut aus. Darüber reden wir nicht. Oh, du hast so viele Spiele auf 3DS. Ich hab noch viel mehr, wenn man zur Seite scrollt. Damals, ja, damals als ich noch die Keys bekam. Was ich auf jeden Fall, was Yoshis Beziehungsstatus ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt. Fangen wir mit dem ersten Spiel an. Wanted. Ja. Was muss man hier machen? Ah, oh, wir müssen den Wario finden. Du siehst oben das Bild? Genau. Oh, das ist so simpel. Das war so gut. Immer mehr Zeit. Es ist das super. War gegeneinander so dreist. Oh, ich hätte die Spiele leider nie Multiplayer gespielt. Das erinnert mich an irgendein anderes. Oh, das ist fucking cool. Oh, ich hatte die Spiele damals so gerne gespielt. Ich auch. Nee, es gab davon kein Multiplayer, ich war gerade verwirrt. Auf jeden Fall finde ich es so, also es ist so offensichtlich, wenn man es nicht weiß, fällt es nicht auf. Aber es ist so offensichtlich, dass es ein Mario 64 Minispiele sind. Weil immer Mario, Luigi, Yoshi und Wario unterwegs sind. Da ist der Louis. Es gab aber die meisten davon auch auf dem New Super Mario Bros. DS, was ziemlich cool war. Ja, aber das hat damit, verstehst du, was ich meine? Die wurden einige für links Design, oben ein bisschen. Weil Yoshi und Wario hier sind. Luigi ist so schwer zu finden! Das ist der Punkt, das wollte ich gerade sagen. Luigi musst du am meisten suchen, weil er am schwersten, glaube ich, zu finden ist. Luigi, ich habe seine Nasenlöcher gesehen. Die verdecken sich immer gegenseitig. Das ist das Dreamteam des Versteckens. Oh Gott. Oh Gott, ich habe ihn nicht. Steht hier, ich wollte so tun, als hätte ich Ludwig? Ihn. Ich habe ihn gar nicht. Louis! Lugi! Oh Gott. Oh, oh. Hä? Oh Gott. Ich patsche einfach mit der Hand drauf. Nicht. Wir sind drei Falsch. Leute. Da, was? Oh. Da war nicht. Ich sag, da war nicht. Ich sag, das ist Schwachsinn. Oh mein Gott. Da hat jemand Punkte geholt. Ich glaube, ich war ähnlich, wenn nicht sogar bei 200 oder so. Ja, ja. Ich müsste selbst nachgucken, um zu schauen, wie weit ich war. Was ist das Boohoo-Spiel? Oh, das Boohoo-Spiel, es wird dunkel, du siehst die Boos gleich und dann musst du sofort die Boos finden. Und dann ganz schnell mit dem Stift das wegmachen. Alter, das ist so. Die Spiele du hast sind verkackt. So cool. Oh, verzeih. Oh, ich hätte jetzt schon. Du hättest sie jetzt suchen müssen. Das ist eins der Spiele, das es nicht auf dem DS gab. Ich glaube auch. Das wäre auch ein bisschen. Es gibt so viele Hintergründe, die einfach aus den Mario 64 Leveln sind. Okay, und jetzt tippe ich einfach da ein, wo der. Okay. Genau. Und Luigi beeilt sich ganz schnell irgendwo hin. Nein, du musst in der Regel eigentlich das Bild sozusagen aufmalen. Also du machst das Licht weg. Die bewegen sich auch leicht. Ich glaube jetzt noch nicht, aber so, ja. Oh, das Spiel ist ziemlich spaßig. Dann war das gerade, das war dann gerade ziemlich gut. Wie schnell du hast ihn einfach angetippt. Ja, ja, du hast ihn einfach angetippt und das hat perfekt erwischt. Ich dachte, man muss tippen. Okay, wir sind drei Leute, wir können immer. Wir können uns absprechen, welchen wir im Auge behalten. Oh, da! Ich sehe ihn. Ich konnte nichts mehr machen. Ja. Wo war? Ja. Was? Er war direkt hinter einer Stelle, die du nicht freigemacht hast. Oh. Er hat sich versteckt. Egal, kein gutes Spiel. Nicht begeistert. Wo ist mein Katapult? Oh, das ist bei Mario. Oh, die Mario-Spiele sind also die guten. Oh, was ist das? Mario-Spiele sind die actionreiche. Yoshi hat mehr so die Puzzle-Sachen, glaube ich. Ja. Yeah. Das ist auch so ein Puzzle-Ding. Oh, Yoshi ist fucked. Du musst. Nein. Oh oben Gott, rechts. Moggy, du oben nervst. Rechts. Du lass musst das erklären. Was? Nein, warte, da drunter. Du musst einen da drunter. Jetzt ja, einen verarschen. Da, wo du hintippst, alles, was drum liegt, das flippt sich einmal. Aber ich hab mich aber vertan. Sorry. Ich bin sehr gut in sowas. Also, okay, wohin? Vertrau lieber mir. Nein, du darfst auch ruhig selber nachdenken. Oh, yes. Ja. Siehst du?
Die Yoshi-Pyramiden heben ab. Die Yoshi-Sphinx meine ich natürlich. Mann, das ist ja keine Pyramide. Das könnte ich jetzt bestimmt 8 Minuten spielen. Ich hab's. Mowgli, hast du's? Fuck! Fast. Jam, 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 jam. Ach, ich war mir so sicher. Da? Was? Der obere, also der... Wir müssen das wie bei Schiffe versenken machen. Oben sind Buchstaben und die Zeilen sind die ja. Zahlen. Also B1. Nein, die Zeilen sind Zahlen. Das andere ich B1. Ich kam mit dem Druck nicht mehr zurecht. Ich dachte mir, das andere hätte ich schon mal vorgedrückt gehabt. Dann, hier musst du suchen. Oh nein. Weil der gar nicht war, das ist Sound Memory. Oh mein Gott, ich habe null Erinnerung an dieses Spiel. Ja, ich höre das Spiel unglaublich leise, das heißt, das wird gut ausgehen. Ich höre gar nichts. Tipp einfach auf irgendwas. Mhm. Das hat gepasst. Was? Ah, okay, verstehe. Was ist das für ein Spiel? Das ist super das, nicht spaßig. Das ist einfach ja, ich weiß. Mit einem extrem merkwürdigen Render von Yoshi. Oh Gott, Marius Szene. Habt ihr Marius Szene beim Lachen gesehen? Können wir das bitte nochmal sehen? Ich hab's nämlich verpasst. Oh, wenn man die einzelnen Zähne sieht, wenn den Mund kurz schließt. Seht ihr das? Das sind keine einzelnen Zähne. Das ist das nur... Ist nur sind das die ist Pixel. Von DS. Ja. Ja. Warte, wenn wir es geschafft haben, pass auf. Dann werden wir es gleich nochmal sehen, okay? Wie immer hat er einfach nur eine Zahnreihe. Also einfach so ein... wie so das, was so ein Kieferorthopäde einen mit so einem rosa Stoff gefüllt in den Rachen drückt. Ja, pass auf, wenn wir es geschafft haben, dann achtet auf seine Zähne, okay? Ja, okay. Da beim Lachen, seht ihr das? Ja, aber das sind nur diese Pixel. Das sieht... Oh. Es sieht weird aus. Es ist nicht das 3D-Modell. Es ist eine optische Täuschung. Können wir was anderes spielen? Nein. Nein, ich muss den Highscore knacken. Wenn ich mich nicht vertue, hat Luigi auch ein Memory, aber dann um Geld. Das ist besser. Oh, fuck. Ich hätte gern Geld. Luigi, kannst du mir was pumpen? Luigi hat viel zum Pumpen. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich will jetzt einfach nur noch verlieren. Oh mein Gott, was ist das für ein Geräusch? War das halt das gleiche Geräusch? Oh mein Gott, das ist so uncanny. Okay, du nächstes Yoshi-Spiel. Mario sonst nur, wenn das er... Das ist das Hütchenspiel. Oh, ich dachte, Yoshi-Spiele könnten gar nicht mehr noch spaßiger werden. Ich lag die falsch. Yoshi-Spiele sind echt nicht die besten. Wie gefallen euch die Sprites der 3D-Objekte, die einfach nur zweidimensional im Raum umhergeschoben werden? Ja, das ist eigentlich ganz okay, ehrlich gesagt. Nee, ich find's schrecklich. Links. Aber die Frage bleibt, wo ist Yoshi? Weiß ich nicht. Habt ihr Yoshi irgendwo gesehen? Ich weiß es nicht einfach mehr. Nicht. Er ist in der Mitte. Ich mag auch, wie er da steht. Können wir mal darüber reden, dass Mario lacht, obwohl das eigentlich der Sound ist, wo er sich den Arsch verbrennt? Ja, das stimmt. Das hatte ich aber auch schon immer den Eindruck, dass das... Was ist denn jetzt passiert? Wieso tun die so, als wäre das schwer? Weil Blau wir den Yoshi. Blauen Yoshi suchen müssen. Ja. Hätte ich vielleicht vorher erwähnen sollen. Aber ich habe beide im Auge behalten. Das war nicht besonders schwer. Ich glaube, beim ersten Mal, wo der introduced ist, musst du immer den blauen suchen. Danach switchen die hin und her. Ich glaube, der blaue ist in der Mitte. Fuck. Mitte. Alter, du kannst auch wirklich nicht 55. in die nächste Ecke denken. Der Rekord hier ist 55. Ja, aber du hast nicht mal versucht. Ihm bei der zweiten Runde, wo der Blaue dabei ist, hast du dir so gedacht, ich merke mir nicht, wo der ist. Schau dir die zweite Seite an. Oh, Bertuit. Super leid ist. Du musst genau den gleichen Wegler finden, mit dem gleichen Muster. Du hast hier den meisten Leistungsdruck. Wir können einfach behaupten, wir wüssten es. Oh Gott. Ich wusste das. Oh Gott. Ja, aber trotzdem, wir können es auch. Es ist auch egal, wenn wir es nicht wissen. Es macht keinen Unterschied. Rechts oben. Nee, ich hab meine Visual Clues, mach dir keine Sorgen. Hey, Mogi, brauchst du einen Tipp? Sag, was du einen Tipp brauchst. Ah, wenn ihr einige Hinweise für mich hättet, wäre ich sehr dankbar dafür. Oh oh. Psst, die Wicklers wollen schlafen. Oh, sie schlafen gar nicht mehr. Shit. Nein, der da. Okay, wir sind zurück im Spiel. Hallo! Sie waren kurz wütend.
Ich bin Wiglaf. Der Mario 64, Wiglaf ist der beste Boss aller Zeiten. Wiglafs Feature, dass er einfach so eine ruhige Seele ist, die komplett ausrasten kann, finde ich irgendwie ziemlich charming. Mir gefällt das. Er ist ähnlich wie der Buhu. Ich wollte gerade sagen, bestimmt basiert das wie der Buhu auch auf irgendeinem Mitarbeiter. Obwohl, nein, der Buhu basierte ja auf eine Frau von dem Mitarbeiter, also, die irgendwie super schüchtern war und ihn dann einmal so plötzlich komplett zur Sau gemacht hat, wo niemand hingeguckt hat. Welcher Buhu? Ja, oh, ich dachte, der Buhu gewesen, der darauf basiert. Aber was hat das mit zur Sau machen zu tun? Die wollen dann doch nur erschrecken. Ja, aber wenn du dich umdrehst, dann gehen die auf dich zu. Aber wenn du sie anguckst, sind sie halt schüchtern. Das ist die Geschichte dahinter? Ja. Das ist, oh Gott, das die ist Geschichte so vom Captain war die, dass, dass ja, Miyamotos Hund, als sein Kind war, mal eingeschläfert wurde, weil er die Nachbarskatze kaputt gebissen hat. Dann Miyamoto sagt, yo, ich hätte echt Albträume davon, wenn mich der Hund gebissen hätte. Und so war es dann auch. Okay, wir brauchen das Sache L. Auf jeden Fall. Und der Hammerbruder wurde erfunden, als sein Schulkollege ihn mit Hämmern gejagt hat. Oh, ich hasse dieses Spiel. Außerdem hat Miyamoto damals immer gerne in Höhlen gespielt, deswegen er auf Zelda kam. Und na, jetzt wird's absurd, Johnny. Als ein Raumschiff in seinem Garten landete, dachte er so, oh shit, Metroid. Das habe ich jetzt von Miyamoto erfunden. Als nächstes hast du derjenige, der Pokémon erfunden hat, hat gerne Käfer gesammelt. Das macht nicht mal Sinn. Nein, das ergibt keinen Sinn. Es gibt aber Käfer-Pokémon. Ich bleibe dabei, dass man es macht keinen Sinn. Letztes Yoshi-Spiel, ich finde die echt alle schrecklich. Oh nein, das ist wieder sowas. Die sind halt mehr so komische Puzzle-Spiele. Ja, manche Spiele haben eine schwerere Variante. Und hier musst du, glaube ich, perfekte Symmetrie erreichen. Und ja, genau. Oh. Den Teil musst du aber switchen. Du musst es einfach nur schaffen, dass es aussieht wie oben. Das kann doch nicht so schwer sein, Mann. Alter, er versteht's nicht. Er weiß nicht, wie das geht. Johnny, du musst doch einfach nur gucken. Ja, aber man muss doch einfach nur schauen, welche Blöcke man nicht verändern muss. Ich hab doch gesehen, einfach keine welche Lust. Da weg sollte. Ruhe. Okay. Da siehst du, wie wenig Lust er hat. Er will mir beweisen, dass das siehst kann. Siehst du? Ja. Okay, ich nehme ich weiß alles einfach, zurück. Wie es läuft. Du bist der Master in diesem Spiel. Yeah. Pass auf, jetzt kommt Level 2 von Runde 1. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Der Schüler ist jetzt zum Meister geworden. Dreh nichts um, was du nicht umdrehen willst. Es ist. Nein, es ist neben Yoshis Schnauze. Was? Ja, der. Ja. Oh. Oh, ich dachte, ich muss unten noch eine Reihe bilden, weil es auf dem. Oh. Nein, ich weiß, du musst halt perfektes. Schauen. Ich sag doch nicht, dass wie Johnny sagt, du musst ein symmetrisches Muster bilden. Entweder waagerecht oder senkrecht symmetrisch. Nein, du musst kein. Was zur Hölle? Du musst dasselbe machen, was da oben ist. Nein, ich muss das, was oben ist. Nein, das war aber oben vorhin nicht. Was doch klar, das ist, man sieht so seltsam über das 3DS Capture Teil, weil alles aussieht wie ein Bild. Du hast zwei Züge diesmal. Das macht es schwer. Oh shit. Warum den? Oh Gott! Es klingt immer so, als wäre es so ein Gamble. So, oh, ich drück jetzt und dann sehe ich, was passiert. Und dann so, oh nein, was habe ich getan? So, jetzt wüsste man nicht vorher, was passiert. Oh Gott, das Spiel, das ist zu viel für mich. Es ist interessant. Da sind aber nur 8. Ich find's sehr interessant, dass du tatsächlich so spielst, dass du drückst und dann überrascht bist, was passiert. Yo, das ist ein gutes Spiel. Die Mario-Spiele sind der Shit. Das ist doch auch so ein japanisches Ding, oder? Das ist so ein komisches Konzept, was ich immer wieder sehe. Meinst du? In WarioWare gab's das. Diese Spiele, wo das so ein Röhrenspiel ist und das Teil, was muss irgendwo hingelangen und biegt immer ab, wenn es abbiegen kann. Oh, das ist nicht gut. Das war nicht so gut. Ich dachte, oh, das wird mein Leben schwerer machen. Ja, deswegen will man immer so wenig Striche wie möglich hier ziehen. Noch ein Strich auf dem ganz linken. Pass auf, ich freue mich auf das Trampolin. Ja, wenn es endlich nichts mehr mit super. Rätseln zu tun hat. Ein Strich zwischen, oh Gott. Nein, das geht in die Pflanze.
Oh, oh Gott, was tust du? Nein, ich dachte, ich könnte doch halt weiter unten machen. Vor allem, man will auch so weit wie oben anfangen, wie es nur geht und nicht unten. Okay, lass mich das nochmal machen. Das ist eigentlich bekommen, scheißegal, das wenn du hin. Schnell genug bist, kannst du auch oben schon korrigieren. Ja, aber dann hast du es ordentlicher, weißt du? Ja, aber du kannst auch von unten nach oben. Ja, also es aber... kommt aufs Gleiche hinaus. Du weißt, was ich meine. Kommt aufs Gleiche hinaus, Fully. Ich habe gerade einen Stern gesammelt. Fickt euch. Du kannst übrigens spulen. Ich weiß, aber ich traue mich nicht. Jetzt kannst du spulen. Danke. Oh nein, man verliert wertvolle Angst. Zeit. Das ist gerade ziemlich leicht. Mach! Oh, Moggy, schaffst du das? Oh, shit. Du hättest auch einen der, du hättest auch einen der Striche, die du da eh schon hast, nutzen können. Was ist denn los mit dir? Man sieht doch schon, wo er hingeht. Ne, das stimmt ich nicht. Ich will dich wirklich nicht schämen heute eigentlich, aber das ist deine Wahl. Ich hab's geschafft, Moggy. Ich fühle mich spiel so niemals ekelhaft Layton, überlegen. Wenn Johnny zuschaut. Das ist Katastrophe. Wirklich, es tut mir leid, aber ich fühle mich so ekelhaft überlegen. Schau ich das an. Ja, das hast du gut gemacht. Ein Strich in der Mitte. Schaffst du das? Bis zum Fick ist die Mitte. Oh, da ist die Mitte. Es gibt drei Möglichkeiten, das Striche ist zu machen. Die Mitte. Komm wieder zurück, Mario. Wir brauchen dich hier beim Stern. Mario musste wirklich erst abbiegen, bis Morgi gedacht hat, oh, ich soll den zurücklenken. Das ist jetzt nicht so einfach, okay? Langsam wird's schwer. Weil Mario sehr schnell ist. Nein! Gott! Das ist dein... Hast du gedacht, das reicht? Aber ich hab nicht genau... Ich weiß nicht. Ich hab's nicht genau gesehen. Komm, Fully. Ich bin... Was hast du auf der Rangliste? Ja. Was haben wir hier? Okay, pass auf. Jetzt geht's um Reflex und sowas. Jetzt glaube ich an dich. Oh Gott, wie funktioniert das Spiel? Du musst die Shy Guys, abhüpfen lassen. Nein, also du musst... Jeder... Doch. Du musst Mario anklicken. Mehr Mario nicht. Antippen, klar, aber die müssen halt auf den Shy Guys hüpfen. Nein, müssen sie nicht. Doch, müssen sie. Die Shy Guys sind nur sowas wie extra. Ein Sicherheitsnetz. Also, ja, genau. Was? Nein! Doch. Das ist bei dem Trampolin-Ding gewesen. Ach so. Okay, dann vertraue ich mal Fully. Ah, verstehe. Aber wenn sie falsch landen, dann ja, stimmt, das macht Sinn. Wenn sie nicht richtig fliegen, muss man sie retten. Okay, der landet gut. Ja, das wäre sonst ein bisschen lame. Siehst du? Das wäre sonst ein bisschen lame. Nummer 1. Ja. Das ist mein Spiel, das fühle ich. Das kann der Mowgli. Weg. Weg. Ja, perfekt. Yahoo! Yes. Oh, nice. Wie gesagt, das ist mein Spiel. Das ist satisfying. Allein die Animation, wie sie wegfliegen am Ende. Das ist der Dreisprung. Und fühlt sich direkt besser. Das hier müsste ja das Mario-Model aus mal 64 DS sein, richtig? Yep. Ja. Ich bin mir... Haben sie das übernommen für mal 64 New Super Mario Bros. DS? Ja. Das ist mal 64 DS. Nein, ob sie mal, das für New Super Mario Bros. DS... Sie hatten also das gleiche. Jump'n'Run übernommen haben. Ach so. Früheren Versionen von Mario Bros. DS konnte man sogar... Hatte man sogar die wirklich 1:1 Dimension aus Mario 64 DS. Das war knapp. Das war... Der hat schon geschrien, so wie ich das gesehen habe. Mama Mia. Oder was diese Marios immer sagen. Aber ich habe gerade nicht ganz zugehört, was du erzählt hast, obwohl ich die Frage gestellt habe. Zwei mit einem Klick. Drei mit einem Streich. Yippie! Also wie war das jetzt? Das 3D-Model von New Super Mario Bros. DS ist dasselbe 3D-Model wie von Mario 64 DS? Es müsste im Großen und Ganzen das gleiche sein. In früheren Versionen war es auf jeden Fall. Oh Gott! Was heißt sogar das, frühere Version? Irgendwelche die drei Sachen, die gezeigt wurden früher, keine Ahnung. Da konnte Mario auch Richtung von dem Bildschirm laufen und sowas. Und der konnte sogar zuschlagen, was einfach das Mario 64 DS-Dingens war. Ah, verstehe. Ja. Es ist halt die Frage, ob als 1:1 das gleiche Modell ist. Manchmal übernehmen die das Base-Model und dann ummodellieren die das ein bisschen. Das zählt. Also wenn sie es einfach nehmen und es verändern, zählt das trotzdem. Ja, zumindest ja. Hier in diesem Minispiel ist es ja das auf jeden Fall das gleiche in beiden Versionen. Ja. Und es sieht sehr nach Mario Bros. DS aus. So wenn ich das richtig gerade weiß, hat dieses Model
glaube ich, irgendwie fast doppelt so viel Polygon oder so wie das originale Mario 64 Model. Das originale Mario 64 Model war shit. Es ist ein sehr gutes Model. Also hier sah, es kriegt bald einen Job bei einer sehr großen Agentur, habe ich gehört. Also wenn ich den vor mir sehe, würde ich gerne den Käse kaufen. Was? Welche Models sind denn für Käse? Was denkst du, es gibt keine Models? Für was soll Mario sonst Models sein? Pasta! Du Affe! Sie verarschen, das ist so viel besser als Käse! Käse ist schon okay. Yo! Die Bobbons. Oh, das ist so gut! Du hast Pulli kompletten Respekt gezollt und es so verpackt, als wärst du sauer. Ich weiß nicht ganz, was ich gesagt habe. Jetzt vergessen. Du hast gesagt, willst du mich verarschen? Das ist so viel besser als Käse. Ach so, ja, ich war sehr sauer. Also, ja, du warst sauer, aber du hast im gleichen Er war so sauer, dass es schon vergessen hat. Er hat gelobt, wie gut dein Beispiel war. Ich muss ja viele Minispiele schaffen und werde sehr stark geschämt. Das war das Spiel, wo ich vorhin aus irgendeinem Grund dran gedacht habe. Das ist im Multiplayer das mit eins der besten gewesen. Kannst du im Multiplayer spielen? Das ist eins der besten Spiele. Ja, weil man immer, wenn man die... Es gab vier Spots. Auf den oberen beiden stand eine 5, auf den unteren beiden eine 10. Oh mein Gott, ich glaube, das habe ich auch Multiplayer gespielt. Dafür brauchst du nicht eine Cartridge. Wenn du 5 Bomben drauf hast, dann fliegen die hoch und zum anderen. Und dann muss er die alle wegsortieren, bevor sie explodieren. Moggy ist aber echt gut darin. Noch ist es nicht sehr anspruchsvoll. Dankeschön. Ja, aber er ist immer noch ganz fix dabei. Es wird sehr schwer, sobald sie so übereinander laufen und einfach die Steuerung dafür verantwortlich ist. Was ist passiert? Voll, der Tank ist voll. Alles gut, keine Angst. Das kriegst du jetzt zu deinen Punkten zu. Du kriegst Punkte. Oh, shit. Ich wollte schon immer schwerer. Punkte haben. Du knackst den Highscore. Unwahrscheinlich. Ich hasse es, wenn sie übereinander laufen, man. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht 100% immer richtig registriert wird, wenn ich sie berühre. Vielleicht klicke ich auch daneben, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich meinen Touch neu kalibrieren. Du musst den DS nochmal kalibrieren. Ja. Aber es ist am besten, wenn die außerhalb explodieren, anstatt wenn sie dann in den Räumen explodieren. Nämlich dann verlierst du all die Punkte darin, weil alle anderen mit explodieren. Oh Gott, das kann passieren. Ja, wenn du den falschen einsortierst. Ich liebe die Musik. Ich weiß nicht genau, was das für Musik ist oder wo sie herkommt. Aber es ist so neugierig. Das Trampolinspiel mochte ich damals auch immer sehr. Ich mag das andere mehr als das Trampolinspiel. Ich glaube, ich mag das hier mit am liebsten, weil ich die Größe der Trampoline selbst bestimmen konnte und das finde ich super. Das ist die Sunshine-Musik. Es ist halt wirklich einfach die Sunshine-Musik. Dann mach kleinere Trampoline, dann springen die höher. Ja. Meine ich. Warum funktioniert das so scheiße gerade? Wenn du sehr kleine Trampoline machst, dann fliegen sie so richtig schön. Aber das liegt daran, die können auch bei großen Trampolinen richtig schön fliegen, aber dann müssen sie genau die Mitte treffen. Ah. Genau so. Mario landet oben und denkt sich, soll die Scheiße, ich komme hier gar nicht weg. Spring mal was wieder mache rein. Ich hier? Nein! Spring einfach wieder in den Abgrund. Oh nein, Jungs, anstatt zu warten, springe ich in den sicheren Abgrund. Oh mein Gott, ich hasse es. Ich war aber in dem Spiel auch nicht sonderlich gut, wenn ich ehrlich bin. Noch eine Runde! Ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war in jedem Spiel gut, aber ich war auf jeden Fall in jedem Spiel sehr viel besser als Moggy. Ich verarsche, ich spiele jetzt gerade zum ersten Mal seit so vielen Jahren. Du bist so ein Poser. Und wenn ich das, bin ich auch. Wenn ich das jetzt spielen würde, wäre ich besser. Wollte ich damit nur sagen. Ich nehme das zurück. Auf so einem kleinen DS-Screen ist das wahrscheinlich lange nicht so einfach. Oh, wisst ihr eigentlich, wie die Original auf... Warte, das so machen. Man kann es schlecht erkennen, aber... Bei dem DS ist es so, dass oben und unten, das beim Touchscreen, oh shit. Okay, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der Touchscreen wird nicht ganz ausgefüllt, damit ich es eine akzeptable Qualität capturen kann mit dem 3DS. Und das ist alles kleiner, als es sein sollte. Mm. Das ist eine Ausrede für mich. Yo, es gibt Curling! Super Curling! Es ist sowieso viel zu klein. Obwohl, ich muss sagen, also die Zielscheibe kann in den Ecken sein. Und in den Ecken fand ich es immer wesentlich leichter, als wenn es in der Mitte war. Warum hat man so eine scheiß Plattform? Warum sieht die so überhaupt nicht aus, wie als würde sie in dieses Spiel gehören? Die sieht aus wie von so einem Handy-Game, wo man so mit so einer Kugel immer wieder oben sowas wegschießt. Kennt ihr die? Was? Diese typischen... Browser- und Handyspiele, wo du so unten so eine Plattform hin und her schiebst und immer solche Steine wegschießt. Das geht aber besser, oder? Das glaube ich nicht.
sagte der Trainer. Oh, die Ecke ist einfacher. Und Morgi nahm einen Schluck aus seiner Thermoskanne. Aus der Thermoskanne? Ich glaube, das wird heute nichts, Trainer. Es schneit, mir ist kalt. Der See ist nicht so zugefroren, wie es sein sollte. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir alle einbrechen. Jo, wenn hast du ich gesagt, jetzt, in den Ecken gefiel es dir nicht? Ich hab's für in den Ecken ist es viel besser. Nein, Fully hat gesagt, in den Ecken ist viel einfacher. Oh, ja. Yeah. Hab ich zugehört. Nicht so gut, aber ich punkte da, wir 1500! Fast auf die Liste. Fuck! Das war nicht so gut, aber wie viele Punkte haben wir denn? 1500! Oh. Ist das das gleiche Spiel nochmal? Es ist schwerer. Weil, ja, ich glaube, das ist ein Endlos-Modus. Ja, genau, es ist ein Endlos-Modus. Oh, da kommen immer mehr Marios und sie können auch ändern auf den Kopf springen. Oh nein! Oh Gott. Okay, da hört sehr viel Uff. Da war ich nicht so gut drin. Also egal, wie du hier dich machst, ich werde nicht posen. Ich habe zuletzt so viel Uff gehört, als ich in der 7. Klasse zu Besuch war. Ja, oder als ich auf Twitch-Streams vorbeigeschaut habe, der Chat. Uff. Ja. Das sagen Leute sehr oft. Ja, das kommt aus Roblox. Das ist so eine neue Sache. Ich meine, das kommt nicht aus Roblox. Ich meine, ja. Nicht aus Roblox. Ich meine, da sagen sie es auch, aber. Aber dadurch ist das so ein bisschen das Meme entstanden. Nein, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dieses Uff aus Roblox hat einen ganz anderen Kontext. Finde ich auch. Uff ist so. Uff ist auch deutsch. Im englischen Raum sagen sie nicht. Nein, ich meine nicht dieses allgemeine Uff, sondern wirklich dieses Uff. Komm schon, das Roblox Uff ist definitiv aus Roblox, dem stimme ich zu. Ja. Aber dieses Uff. Ja, Uff kennt man dort. Alltäglichen Sprachgebrauch benutzen, das habe ich vor 3 Jahren, glaube ich, noch nicht gemacht. Und damit meine ich, ich schreibe es auf WhatsApp. Ich spreche es nicht aus oder so. Johnny ist so einer, der WhatsApp. Ich spreche nur in Twitch-Emotes. Fully, du warst auch jemand, der WhatsApp nutzt. Was schämst du mich hier so? Du bist komisch. Yo, seht ihr die Scheiße? Du bist auf der Rangliste. Oh mein Gott. Ich pose vielleicht viel, okay. Aber du bist viel zu edgy für diese Welt. WhatsApp? Also ich benutze nur Telegram. Fucking Telegram, das benutzt keiner. Das stimmt. Ich kann euch versichern. Wie heißt dieses andere? Ich kann euch versichern, Skype. Dass ich nicht bereit bin für dieses Minispiel. Als ob du das nicht schaffst. Was tust du? Ich dachte, ich muss Linien ziehen. Nein, du darfst vorher zeigen. Ja, die darfst du vorher die Linien ziehen. Du musst das nicht auf Zeit machen. Okay, aber dann verstehe ich, dass du dachtest, du bist nicht bereit. Okay, die switchen. Weil es klang für uns kurz so, als wüsstest du nicht, was du da vertauschen musst. Nein, ich dachte, ich muss das live machen. Ich dachte mir, oh fuck, was wollen die von mir? Ja, das sehe ich ein, das wäre tatsächlich ein bisschen anstrengend gewesen. Also, die gehen beide darüber. Der Yoshi geht darüber. Gehen sie nicht? Du hast so gezeichnet, dass sie es nicht beide machen. Lass den Mann machen! Setz aber Leute unter Druck. Ich setze ihn nicht unter Druck, es ist nicht auf Zeit. Ich habe nur gesagt, dass das nicht so passiert, wie er gerade dachte. Ich habe keine Ahnung mehr, an dem Punkt machen wir es einfach. Ich war mir nicht sicher, ob das klappt, aber ich dachte so, es könnte sogar. Oh Gott, ich habe doch keine Ahnung mehr. Naja, wenn du genau weißt, was eben passiert ist. Der weiß ja nicht mal, was eben passiert ist. Ich habe keine Ahnung, was eben passiert ist. Du musst dir einfach nur das Outcome vom Vorigen merken und dann Änderungen diesbezüglich machen. Los. Oh ja, das ist gut. Fast. Oh Gott, dafür ist mein Leben zu kurz. Ich seh schon. 2. Damit meinst du deine Aufmerksamkeitsspanne? Ja. Ja. Oh, das ist super. Du musst einfach nur voll draufhauen und mega viele Punkte machen. Gut. Ja, das ist so viel. Also ich muss sagen, Morgi ist wirklich richtig krank. Also jedes Spiel haut er eigentlich aus dem Stadion. Oh, jetzt sitze ich auf einem Haufen.
bekomme immer mehr Punkte. Das Spiel ist ziemlich cool. Also, du kriegst halt Kombos, wenn die aneinander prallen. Vor allem, wenn die Grünen aneinander prallen, dann hast du mal 10 Multiplier drauf. Also, ich muss sagen, ich fand dieses Spiel damals immer ein bisschen lame. Es war anfangs cool, aber irgendwie passiert jetzt nichts mehr. Weil man nichts machen kann. Ich mochte tatsächlich die Rätselsachen, aber nicht die Yoshi-Rätselsachen, sondern so etwas mehr Action. Nee. Oh, so viel! Da bin ich aber so gespannt, was der Highscore auf der Liste ist, weil du bist. Steht doch oben links. 46.600. Jo, das war ein guter Start. Und dann kommt ich dachte, das ist Morris Punktzahl. Nein, ja, meine ist 20.000. Ja, sehe ich jetzt auch. Das heißt nicht komplett ich weiß nicht, verkehrt. Ich weiß nicht, ob ich jemals gesehen habe, dass alle Panzer da irgendwo unten rumpimmeln. Du willst das nochmal machen? Ja, ich will diesmal am Anfang direkt treffen. Okay. Würde mich verarschen. Ja, aber das du hast aber getroffen. Die Plattform da unten hat aber auch wirklich wenig Spielraum, muss man sagen. Man kann gar nicht richtig ausholen. Was ich immer gemacht habe, ist, ich habe das Ding von der Seite geschlagen und dann ist es zickzack quer durchs Bild geflogen. Im echten Leben wäre es übrigens völlig unmöglich, mit dieser Art von Plattform einen Ball schräg zu schlagen. Du könntest ihm höchstens so einen Drill mitgeben. Das war der beste Trick von allen. Okay, jetzt sind wieder alle unten, das ist unvorteilhaft. Weil der Einfallswinkel bleibt eigentlich immer gleich. Yo. Na, es geht durch die Plattform durch. Okay, das war, ich hatte das Gefühl, es war ziemlich gut, aber ich habe kaum Punkte gemacht. Ich habe keine Panzer mehr übrig. Ich habe das Gefühl, es war im Endeffekt wirklich scheiße. Ewi, vorhin hast du wirklich mehr Punkte gemacht, aber du hast auch viel mehr Schwung geholt. Das ist halt auch extrem wichtig, du musst mega viel Schwung dabei rausholen. Dann wird es richtig krachen. Okay, wir werden jetzt richtig krachen lassen. Richtig scheppern. Es wird geknallt. Oh, okay, Tür. Das geht zu weit. Zu weit, Mowgli, zu weit. Yo, haben wir jetzt gesehen? Okay, das war der Knaller. Jetzt rast sie nur aneinander vorbei, aber ansonsten... Ah, jetzt. Ansonsten war das schon mal gut. Geht bitte auf, aneinander vorbei zu rasen. Okay. Nur 46 mal so viele Punkte und da ist der Highscore. Du seht ihr den Schwung? Der kommt voll aus den Armen, oder? Der kommt aus dem Handgelenk, mein Freund. Der kommt aus der Hüfte. Aus dem, so wie es die Profi machen, nimm mal aus dem Handgelenk, das ist wichtig. Soll ich mal den Finger verwenden? Oh, mach mal! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, das ist mir ein bisschen zu das war der Finger. Der flinke Finger, das erkenne ich doch von hier aus. Mann! Jetzt die Rückseite von dem Stift. Wer hätte gedacht, dass der erste Score der beste sein wird? Die anderen kommen halt nicht mal fast daran. Das ist traurig. Die meisten Punkte machst du aber wie gesagt damit, dass wenn die grünen Panzer sich treffen. Das habe ich gerade gesehen, dadurch, dass ich als ich einiges hochgegangen bin, aber okay, noch einmal. Du kommst drüber. Wie viel waren es? 23.000? Easy. Oh ja. Komm schon, ihr grünen Jungs. Kommst du 30? Nein! Es war schon deutlich besser. Das ist okay, ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Bin auf der Rangliste. Nein, es war eine schlechte Leistung. Irgendjemand in den Kommentaren wird schreiben, ich hatte 300 Millionen 1000. Wir sind wie so Eltern. Oh, das ist es, welche... Warte, war es nicht das, was auf der... Nein, das gab es nicht auf der ersten. Ich bin mir sehr sicher. Nein. Fully spricht ihm immer gut zu. Und ich bin das Elternteil, was immer nur Leistung verlangt und... Ich wünschte, Johnny würde mir mal etwas Zuneigung zeigen. Hier, glaube ich, kommen irgendwann immer mehr Marios dazu. Ich zeig dir Zuneigung, wenn du aufhörst, mich zu enttäuschen. Ich meine, das ist ein fairer Deal, denke ich. Wo ist Mario? Du bist nicht mein Moggy. Wer ist es da? Mario, kannst du bitte aufhören? Dein älterer Bruder, an dem du dir endlich mal ein Beispiel nehmen solltest. Warum bist du nicht wie er? Du meinst Bloggy? Oder? Nein, ich meine nicht Bloggy. Du meinst Schloggy? Ja. Schloggy.
Oh nein, oh nein. Schloggy habe ich nicht dabei erwischt, wie er hinter der Treppe geraucht hat. Ja, aber Schloggy hat dabei erwischt, wie er sich hier Filme angeschaut hat, für die er noch nicht alt genug war. Ja, und dafür bin ich sehr stolz. So habe ich es ihm beigebracht. Nein, das stimmt gar nicht. Doch, ich habe sogar eine Animation darüber gemacht, wie Leute das machen sollen. Ich glaube, ich mag Schloggy mehr als dich. Das sagen wir alle, gut. Leute. Alle mögen Schloggy immer am meisten. Wo ist Mario? Schloggy hätte Mario jetzt nicht verloren. Kannst du dich auch einmal auf dein... Oh, fuck. Dein Mario aufpassen. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich habe noch nie Moggy und Schloggy in einem Raum gesehen. Ich schon. Vielleicht tut er da keine Bilder davon. Ihr habt noch nie ein Familienfoto gemacht. Nein. Das halte ich für komplett glaubwürdig. Gott, ich liebe... Warum haben sie Sunshine-Musik? Ist fantastisch. Das ist das Beste an diesen Leveln in Sunshine. Genau diese Musik. Ich denke mal, sie haben es gemacht, weil es gute Musik ist. Ja, yeah, und weil es gutes Spiel ist. Und weil es der alte Mario-Theme ist. Oh ja. Yeah. Nur die A Cappella-Version. Yeah. Das ist dir nicht aufgefallen? Doch, klar. Moggy wusste auch nicht, aufgefallen. Dass in den meisten Marios dasselbe Game-Over-Theme verwendet wird. Was für ein... Als ob ich die meisten Mario-Spiele überhaupt gespielt hätte. Klar, ich wüsste das Game, ich kenne das Game Over Theme von null Mario-Teilen außer Sunshine. Ja, und wie geht das? Ja, und dann? Keine Ahnung. Das ist nicht Game Over, das ist, wenn man runterfällt. Du sollst das Game Over Theme machen. Ich hab doch keine Ahnung. Also das war die Sunshine-Version. Ja, 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 nee, ich hab keine Ahnung, wie es bei anderen Spielen klingt. Und das Game Over-Film aus dem ersten Mario ist auch. Als ob ich das erste Mario überspielen würde. Und in Mario 64... Fuck. Da bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, das ist auch das. Und in Paper Mario auch. Oh Gott, ich hab mehrere Fehler gemacht. Mario Galaxy auch. Ich hab keine Lust mehr auf das Spiel. Es ist halt wirklich, so langsam ist das ein... Gut gemacht. So, davon erzählt mir John die Geschichten, die ich nicht hören will. 7000. Ja, ich habe auch endlich gehofft, dass Johnny mal die Schnauze hält. Ich unterhalte die Masse. Von Luigi haben wir nicht allzu viele frei. Aber... Nein, das war... Ich bin raus. Gibt es die Slot Machine eigentlich? In dem Teil? Ja, ne? Die wurde nicht rausgepatcht oder so. Die ist normalerweise neben dem Roulette. Müssen wir jetzt Kartenspiele spielen? Ja, bitte! Oh. Ja, Mann. Spielen wir... Die sind das der Beste Shit. Ist, oh, das Beste ist gar nicht da. Das Beste ist das, wo beide Karten... Also, wo Luigi 5 Karten hat und der Spieler 5 und man kann einfach welche austauschen und dann Münzen darauf wetten. Ja, Poker. Nein. Doch, das ist Poker! Ja, aber es ist nicht Texas Hold'em. Es ist nicht Texas Hold'em, ja, aber es ist Poker. Okay, ja, okay, klar, es ist Poker, weil man was wettet. Oh, Memory ist so shit. Okay, Memory ist wirklich shit. Ich glaube, in Memory hatte ich an die 1000 Münzen oder so. Ich hatte, glaube ich, überall an die 1000 Münzen. Ich habe ein Pärchen gesehen. Shit! Ich dachte, die Wolke wäre da unten. Du hast gedacht, die Wolke wäre da unten, obwohl du sie gerade aufgedeckt hast. Ganz offensichtlich, ich glaube, der Louis nimmt dich ja aus. Der wird ja sehr beschrieben. Schaut ihr nur euch mal in dieser Dealer-Uniform an. Das ist gut, jetzt haben wir schon fast alles gesehen. Ach, das kann doch nicht. Du spielst gar nicht wirklich. Du bist irgendwie abgelenkt. Irgendwie bin ich abgelenkt. Ich weiß nicht genau warum. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren darauf gerade. Ich bin auch nicht mehr wütend auf dich. Du schaffst das jetzt. Okay. Oh, jetzt geschafft. Ich hab eins ja. Catcher! Ich glaube, Mario macht das nur, weil du ihn unter Druck setzt. Du bist wie so ein schlimmer Lehrer, der die ganze Zeit einem rüberguckt und sagt, mach das jetzt richtig! Ich bin das Elternteil, was immer enttäuscht ist und nur Leistung verlangt und du, weiß ich nicht, du juckelst da im Hintergrund. Ich weiß, wie Erziehung funktioniert. Vermutlich. Vermutlich würde ich es bei meinen Kindern genauso machen wie bei Moggy, der Mario 64 DS-Spiele spielt. Bei Fully darf ich immer Eis essen. Ja. Das ist ja schrecklich, wie viel Eis der ständig ist. Das tut dem Jungen nicht gut. Shit. Du weißt, yes! Wo es ist. Jetzt. Yes. Ich hatte es vergessen. Du musst an ihn glauben, dann funktioniert das auch. Du weißt es. Nein! Da drunter!
Ich hab nicht gesagt, dass es sinnvoll ist, an mich zu glauben. Der Meinung warst du nicht. Im zweiten Zug dasselbe aufdecken wie im ersten. Das hast du nämlich schon mal. Ich glaube, du hast fast 15 Münzen verloren. Ja, jetzt bin ich zurück. Ich finde, Luigi. Alter, also mein absolutes Favorit in diesem Casino-Spielen ist übrigens, dass Toad im Hintergrund mit einem Tablett voller Alkohol rumläuft. Ja. Alkohol? Alkohol. Des Teufels Alkohol? Oh Gott, was? Das ist das Blackjack? Nein. Nein. Das war super. Hier musst du Paare finden. Und das geht so lange, bis du kein Paar mehr finden kannst. Das heißt, das Spiel kann dich halt softlocken, wenn du Pech hast. Ja, aber man muss auch selber drüber nachdenken, dass man sich nicht softlockt. Oh, sie müssen nebeneinander sein. Ja, genau. Deswegen kannst du dich ja dann softlocken. Nein, du hast jetzt nicht ernsthaft immer nur zwei gleiche Sachen angeklickt. Und dann so, oh, die müssen nebeneinander sein. Achso. Das war mir nicht bewusst. Ja, aber was denn dann? Keine Ahnung. Ich denke über sowas wie nach. Ja, das ist verkackt. Die Marius wegnehmen müssen da unten, ja. Ja. Was? Oh, diagonal geht. Ja. Okay, dann ist gut. Luigi, ja, verkackt. So, das ist jetzt unvorteilhaft. Oh, 4 Münzen. Aber lass mich nochmal eine Runde machen, Luigi. Okay, jetzt werden wir reich. Yeah, ich glaube, hier wurde niemand so wirklich reich. Doch. Nintendo. Okay, ich sehe. Ich werde einfach erstmal versuchen, alle von einem Typ verschwinden zu lassen. Man sollte vor allem, weil das sich immer waagerecht wieder auffüllt, sollte man hochkant welche rausnehmen. Weil die jetzt nebeneinander sind, also horizontal nebeneinander sind, die bleiben auch so. Das ist ein guter Punkt. Außer es gibt einen Zeilenumbruch. Ich glaube, ich habe immer von oben versucht, zu viel wegzunehmen. Du solltest auf jeden Fall den Mario da oben retten. Mit dem zweiten Mal. Ja. So, ich will die Wolke irgendwie retten. Yes. Genau. Ja. Oh, das sind viele Luigis. Vor allem, du kannst die jetzt einfach perfekt weghauen. Ach, das war nicht gut. Mach die schrägen Luigis weg. Dann hast du den Pilz direkt dort. Dann hast du den Pilz. Perfekt. Ja. Welchen? Kannst du die Wolken soll ich wegmachen? Dann kannst du wieder... Die oberen Pilze. Jetzt die Wolke. Okay. Dann Luigis wahrscheinlich. Also das will gut überlegt sein. Die beiden Luigis oben rechts. Ja, die müssen erstmal weg. Dann Mario. Durch den Zeilenumbruch. Ja, jetzt ist Mario. Shit. Oh. Ach, Kacke. Fuck. Wir hatten vorher. Aber das passiert meistens da. Ja, also die letzten 4 Karten sind meistens das. Hey, Toad, lass mal ein Getränk rüberwachsen, mein Bruder. Der hört dich nicht, der hat einen Pilz auf dem Kopf. Ich kann dich nicht hören, ich hab grad einen Pilz auf dem Kopf. Da hinten, ey, Toad, sieht heute hier gut aus. Die Slots und wir können sie nicht spielen. Nee, wir können schauen, ob wir es freischalten können. Was muss man dafür machen? Mips fangen? Das ist ja auch Mario Sunshine Musik. Mit Luigi wahrscheinlich. Ich meine, du musst einen Luigi Mips fangen. Ich bin mir unsicher. Das ist doch die Casino Sunshine Musik, oder nicht? Ja, das kann gut sein. Ich weiß gerade gar nicht. Alter, das Spiel hat sich die ganze Zeit bei Sunshine bedient. Das sind mir zu viele Luigis. Was ironisch ist, weil ich glaube, das war gleichzeitig mit Galaxy in Entwicklung. Aber es gibt sogar Piazza Delfino, die Melodie gibt es im Spiel auf dieser Insel. Mit den Silbersternen. Ah. Ja, das war so ein Mario 64 DS eigenes Level. Es war ein bisschen leer und merkwürdig. Ja, dann haben sie in Mario Galaxy 2 nochmal fast das gleiche gemacht. Ich glaube sogar, die Insel gab es dann in Mario Kart DS als Wettkampf-Stage. Strecke. Was auch immer. Mach die Wolken weg, dann kannst du Louis wegmachen. Ja, wir müssen Louis retten. Wir haben es geschafft. Oh, wir haben es nicht geschafft. Oh, doch, yes. Haben wir. Ja, wir. Das stimmt, das war ein ziemlicher Alleingang. Ich hab du hast so viele Münzen verloren und 5 gewonnen. Wollen wir was anderes spielen? Ja. Das wir haben ja gesehen, was diese Spiele auf Lager haben. Die Louis-Spiele sind alle endlos, glaube ich. Meine das Spiel war ziemlich unterhaltsam. Setzen wir uns an den Roulette-Tisch und verwenden. Du weißt, wie Roulette Häuser funktioniert? Er geht alles auf schwarz, Louis. Oh ja, ich Nein, du hast die Regel nicht verstanden. Man geht auf rot, Louis. Immer auf rot, Louis. Was? Roter Luigi? Das ist Mario. Roter das Luigi. Ist zum Fick. Nein, roter Luigi. Oh mein Gott, seht ihr, wie knapp das war?
Das war wirklich knapp. Vor allem, du hast... Der Mann weiß, wie Roulette funktioniert. Ich habe ihm nichts mehr beizubringen. Rot Mario. Und er weiß Wolke. Auf den Schwarz. Ja. Yeah. Ah. Wo ist die Kugel? Oh, da. Sie braucht noch ein bisschen. Oh! Oh! Sehr, ich setz weiß mal eine Münze auf läuft. Jedes. Das sollte funktionieren. Ja, bekomme ich jetzt 12 Münzen dafür. Endlos Geld. Naja, es ist selten, dass du im Roulette was gewinnst. Das heißt, dein Gewinn ist meistens recht hoch. Also wenn du auf was Spezifisches gehst und nicht nur auf eine Farbe. Ich fühle mich heute wie ein Gewinner. Das war gut. Solchen Einsatz hätte ich auch immer gemacht, wenn ich im echten Casino wäre. Und gewinn. Diese Runde geht wohl an mich. Ganze 2 Münzen. Das heißt, man hat den Einsatz wieder raus. Oh, das gefällt mir. Mir gefällt, in welche Richtung das hier geht. Komm schon, Rotstern. Ich bin für den roten Stern. Roter Stern. Roter Stern könnte ein bisschen was geben. Ich glaube, es ist mal 3. Gott! Oh, ist die Wolke. Bei Roulette kann man halt wirklich sagen, dass etwas knapp ist. Das finde ich interessant. Aber bei Würfelspielen oder so gibt es sowas ja eigentlich nicht. Schwarz Stern. Also wenn eine 12 gewürfelt wird, ist das nicht fast eine 11. Schwarz Luigi hat mich ins Schlitt. Den Stern gehst. Ich meine, der Stern hat keine so hohe, glaube ich, Gewinnchance. Was zum Fick erzählst also, du da? Was, ja, das bin ich jetzt auch gespannt. Naja, also das ist ja, ich glaube, das ist so, dass die Multiplikatoren immer anders sind, oder? Okay, nicht in dem Spiel. Ach, du meinst... Ich glaube, bei Russisch Roulette, nicht Russisch Roulette. Weißt du, wir kriegen nicht so viel zurück. Normal Roulette hast du, glaube ich, unterschiedliche Gewinnchancen, je nachdem, was für eine Zahl du willst. Du meinst nicht, nicht die wirklich, Gewinnchance, oder? Sondern... Kann ja noch ganze Reihen und sowas geben, so was meinst du? Den Multiplikator. Okay, die Gewinn... Ja, der Gewinnfaktor oder was auch immer. Ja, genau. So, wisst ihr was, wir setzen jetzt alles auf schwarzen Luigi. Das versuchen wir 2-mal und dann haben wir entweder gewonnen oder nicht. Gott, ich liebe es, dass Luigi in diesem Casino ist. Es ist der perfekte Job für ihn. Er hat so viel mehr Klasse als Mario. Das stimmt. Ja. Guckt ihn euch an, wie er da in seinem Smoking steht. Ich meine, ich sehe ihn gerade nicht, aber... Oder in seinem... Ich wusste es einfach. Ich wusste es einfach. Das kann nicht wahr sein. Was? Okay, Jungs, die Runde geht auf Moggy, wir gehen nach Hause. Hey, Toad, komm mal rüber mit deinen Getränken. Warte, ich will nicht noch eine Runde, ich werde das Casino als Gewinner verlassen. Ja, wir nehmen den Gewinn mit nach Hause. Mogli, gib deinen aus. Ah, okay, das ist, glaube ich, höchste Karte. Du musst jetzt die höhere Karte, ja. Ah, das ist so dumm. Das ist ein dummes Spiel. Oh Gott, Spiel. Ist das dumm. Ich mag's nicht. Das ist ich ja glaub, einfach Blackjack nur... Ich glaube, Blackjack ist nicht frei, ne? Aber ich bin gut darin. Cool. Du bist ziemlich gut. Okay, jetzt darfst du ganz wenig nur wetten, weil jetzt verlierst du. Siehst du? Ich wäre natürlich nicht ganz unrecht, so, aber jetzt. Und jetzt wirst du wieder gewinnen. Dafür. Wir bleiben bei links. Geht auf 5. Aber sowas von. Links ist einfach immer die richtige Entscheidung. Okay, lass uns nach Hause gehen. Okay. Oh, der Toad, ja, komm her. Er hat uns angeguckt. Er hat Blickkontakt hergestellt. Ja. Er hat Blickkontakt hergestellt, wir haben das Casino verlassen. Sein Chef hat so, ihn heute gefeuert. Was ist das? Ist das, ja. Ist das das Gleiche? Das ist endlos, glaube ich. Ja, das hätte ich auch getan. Also ohne Und das ist Super Memory oder so? Ja. Super Memory. Hä? Ist kein Poker frei? Poker ist nicht frei, habe ich doch gesagt. Oh. Das Beste ist nicht da. Das habe ich immer so. Ich habe so viel Poker gespielt. Ja, ich auch. Die besten Spiele sind einfach nicht da. Das Roulette und Poker. Können wir nicht einen Hasen fangen gehen und dann das Pokerspiel freischalten? Ja. Das Spiel mag ich nicht. Komm, lass uns einen Hasen jagen. Okay, yeah. Ich kann euch mal einen richtigen Hasen zeigen. Das ist das erste Mal, dass ich Mario 64 DS jetzt spielen werde übrigens. Oh. Ich habe mal 64 DS gespielt, bevor ich das Original gespielt habe. Ich schäme mich auch ein bisschen. Nehmen wir den Spielstand mit den 107 Sternen. Ach, ich weiß! Beim Hof! Der Hof ist das mit den Geistern. Oh. Der fucking Innenhof. Hätten sie Innenhof geschrieben, hätte ich es direkt verstanden. Ich finde Spieletipps nicht okay. Ist gar nicht so hilfreich, wie sie immer behaupten. Tipps nennt ihr das? Ich sage Mips. Ja. Yeah.
Uninspirierter auf den Scheiße nenne ich das. Uninspiriert. Okay, über dem Eingang, das, also da wo du gerade warst, da musst du irgendwie raufkommen. Haha! Ja. Oh, der ist easy. Den solltest du direkt erwischen, tatsächlich. Hab ihn! Komm schon, yeah! Der ist neu. Müssen wir denn noch abgehen gehen in diesem Raum? Wir sollten so oder so in diesen Raum gehen, anstatt das Spiel zu beenden und so weiter. Speichern wir nicht direkt in die Spiele spielen. Das ist Peachs Geheimschublade, ich erinnere mich. Was haben wir jetzt neu? Poker. Ich will die Slotmaschine. Das ist der gute Stoff. Slotmaschine, brauchst du da wirklich die 150? Du weißt, wie Poker geht, oder? Schmeiß den Mario raus. Mario kommt weg. Und es ist zwei Pärchen. Ja, two pair. Könnte was werden. Wirklich? Nein, die sind besser, weil Mario ein Drüber ist. Ja, der Mario ist besser. Oh, Mario ist scheiß viel wert. Er ist ein mehr wert als Luigi. Mario ist mehr wert. Oh! Hau beides oh mein weg. Gott, beide das, weg, wird, ja. das könnte potenziell perfekt, fantastisch das wird werden. Yes! Ja! Yes! Fucking nice. Poker! Ich hab keine Glücksspiele. Ich hab Poker so geliebt. Yes! Bevor ich Texas Hold'em gelernt habe, habe ich diese Art von Poker gelernt und war dann sehr verwirrt, warum Leute dann zwei Karten gedealt haben. Mhm. Ich dachte mir, warum nicht fünf? Warum sind drei in der Mitte? Dann haben sie dir die Regeln erklärt und du so, das finde ich scheiße. Nee, eigentlich mag ich Poker sehr gerne. Oh mein Gott! Oh shit! Du hast heute ein glückliches Händchen, mein Freund. Ja. Oh mein Gott! Du solltest nachher, wenn du noch zur Tanke gehst, ein paar Lottoscheine mitnehmen. Das werde ich vielleicht Rubbellose. Tun. Und Rubbellose! Nimm die Rubbellose! Ich hätte mir vor, die Rubbellose kauft, damit die Schnauze hält. Ich bleib jetzt bei meiner Taktik. Du meinst immer voller Einsatz und dann hast du einen Drilling. Easy, wir haben gewonnen. Yes. Ja, das hilft gut. Ich meine, nicht wie so viel, aber solide. Mein Gewinn. Schau, ich habe für Münze ich schon Teil gewonnen hab. Teams. Oh, das ist komplizierter. Weg. das war verkackt. Aber oh, wir haben trotzdem gewonnen. Es funktioniert immer wieder. Als nächstes kommt er mit einem der Royal Zuverlässige. Flush an. Fully, ich möchte mal echt, ich möchte mal Hold'em gegen dich spielen. Ja, Mann. Das wäre ziemlich nice. Ja, ich hab aber eigentlich muss man einen Einsatz machen, weil sonst macht Poker keinen Sinn. Und schon wieder gewonnen. Also ich meine damit, eigentlich muss man bei Poker ein- und aussteigen können und nicht bis in den Ruin spielen. Okay. Aber man kann auch in den Ruin spielen. Okay. Fully ist nicht begeistert. Ich glaube, ich spiele dich schneller in Ruin als du mich. Das mag sein. Marios Gesicht sieht so angepisst aus. Seht ihr das? Wo bekommen wir die Slotmaschine her? Die Slotmaschine ist nicht so gut. Lass uns einfach Mario. Jetzt auf einmal. Okay, machen wir Mario. Yo, da ist mein Boy. Ja. Ich merke das Geräusch. Oh ja, das ist ein gutes Geräusch. Oh nein, das ist gar nicht das, wo man sie irgendwo reinfallen lassen muss. Nee, das kommt, das ist mit Lucky. Das ist ein anderes Spiel von ihm. Da muss man Lucky Tooth in so eine Schale schmeißen. Ich weiß nicht warum, aber man muss es tun. Wir sollten ein Pro-Tipp, wenn da unten auf dem Screen spielen. Ist eine Bombe, dann zieh die Kugel bis hin zur Bombe und schieß sie dann damit weg. Weißt du, was wir holen? Ich muss gerade über WarioWare nachdenken. Pass auf, du musst. Ja. Alles gut. Ja, nicht da in die Richtung schießen, sondern immer nach oben. Ja, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut, wenn man den Kanone einfach bis dahin zieht und loslässt. Ja, genau. Das nein! Du nicht machen. Zieh nach unten und. Oh, das jetzt. Das funktioniert okay. Auch so, aber du kannst doch ja. Einfach dahin. So meint ihr. Genau so, genau yeah. So. Ich weiß nicht ganz, ja. Was ihr meintet. Wisst ihr, was wir auch spielen könnten? Es gab hier irgend so einen WarioWare-Teil, der war DSiWare. Der hat irgendwie mit der Kamera funktioniert und den gibt's für den 3DS zu kaufen. Oh mein Gott, den habe ich glaube ich noch nie gespielt. Ich auch nicht. Vielleicht sollten wir den mal spielen. Warum habe ich ihn mir nicht für den 3DS gekauft? Du kannst ihn dir für den 3DS immer noch kaufen. Ja, ich liebe WarioWare, warum habe ich das nicht gewusst? Der geht jetzt los und tut sich eine Karte.
Ich müsste noch mal die Kreditkarte. Oh. Ich müsste doch ein bisschen was drauf haben. Ich liebe jedes WarioWare. Ich habe eigentlich versucht, dieses eine für den Advance zu bekommen, aber ich habe es nicht gekriegt. Welches eine? Ich habe es gekauft und dann habe ich es zurückgeschickt, weil es die englische, also die UK-Variante war und die funktioniert auf meinem Advance nicht. Was? Die Gameboy haben kein Region Lock. Ich habe japanische Gameboy Advance-Spiele. Vielleicht war es aber auch. Vielleicht hat es generell nicht funktioniert. Ja, das kann sein. Gameboy-Spiele funktionieren überall. Ich mag, wie die Punch, die Toads da sind. Oh nein! Oder es funktioniert auf dem Gameboy Micro nicht. Oh, das könnte vielleicht auch sein. Weil es falsch rum ist. Weil im Gameboy Micro. Wobei, dann dürften sie im DS ja eigentlich auch nicht funktionieren. Nee, das kann nicht sein. Das kann auch einfach sein, dass das Spiel nicht funktioniert. Gameboy-Spiele mit einem Gleichgewichtssensor müssen ja darauf angepasst sein, dass sie auch über Kopf gehalten werden. Oh mein Gott, das ist das Beste so. Boah, seitwärts ist wirklich krass. Ja. Also die. Oh shit! Die Gyro-Sensors. Ich hab's zu weit getrieben. Ja. Oh, du bist auf. Oh, du bist nicht mal ansatzweise. Wer hat das alles gemacht? Ja, er hat diese Highscores überall aufgestellt. Er ist unschlagbar. Das ist funny, spielt tatsächlich. Ah, warum hat sie das Poker nicht? Alter, ich bin enttäuscht. Hier jo, musst du einfach Spiel. Nur ganz viel nach oben ziehen, so ganz schnell und aufpassen. Ich hab den Pokerhasen nicht gefunden. Dieses Spiel mochte ich nicht. Ich wollte immer, gut darin sein und es hat mich so frustriert, weil ich immer so. Oh oh. Ja, genau das. Nein! 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 Wenn das Ziel erreicht. Nein! Du darfst nicht. Du darfst nicht Panik schieben, dann krachst du gegen die Wände. Ich muss eine ruhige Kugel schieben, wirst du sagen. Dann fängst du an zu strugglen und wie ein Kind auf einer nicht rutschigen Rutsche den Kopf links und rechts. Oh Gott. Ich weiß nicht, was das für ein Szenario ist, aber es klingt unvorteilhaft. Ich kann dir ein Video schicken. Oh nein. Ich kann dir ein Video mit genau dem Szenario schicken. Sehr. Ich hasse es. Du kannst keinen Schneemann bauen, oder? Ich baue jetzt einen Schneemann! Ich weiß nicht, mit ja, dem Finger. Ich baue jetzt einen Schneemann! Das Muskelkraft gefragt, Feingefühl, Fingerspitzengefühl. Etwas, wovon ihr keine Ahnung, fuck! Okay, Morgi, pass auf. Das hier ist das Szenario, was dir in diesem Minispiel widerfährt. Nein! Moment. Oh Mann, ey. Shit, ich kann's nicht sehen. Ja. Jetzt ist mein. Mhm. Was oh findest du so Gott. Lustig? Was, warte. Das ist so gemein. Moment. Okay, ich weiß, was du meinst. Das ist hier eins zu eins so passiert. Ich meine, hier nicht ganz in dem Ausmaß, aber prinzipiell weiß ich, wovon du redest. Okay, wir werden es jetzt schaffen. Ich werde es hier mit dem Stift versuchen. Ich werde jetzt einen Schneemann bauen. Und dir mal einen Schneemann gebaut, ich schon. Aber wisst ihr, welche Frage ich mir trotzdem stelle? Willst du einen Schneemann bauen? Als ich beim letzten Mal die Lyrics dazu nicht wusste, erinnerst du dich, Fully? Das war auch in dem Video. Da hat mir das jemand auf Discord den Song geschickt. Und ich dachte mir so, komm schon, als könnte ich nicht selbst recherchieren, wenn es mich jucken würde. Johnny, welche Lack hat die Pizza? Und ich... Ich habe lang drüber hinweggesehen, dass du es nicht, nicht sagen willst. Es war Schinken mit Käse und so einer komischen Soße. Komische Soße mit Schinken? Ja, das war so nicht gut. Oh mein fucking Gott, die spielt so shit! Verzeihung. Das ist so lange gemacht hast. Und das ist immer noch nicht geschafft. Ich möchte klarstellen, dass ich den... Das ist Bingo Pachinko. Dass ich dazu die Lyrics viel besser kann als zur deutschen Version, ihr Keks. Ich hab den Film nur einmal auf Deutsch geguckt. Was erzählst du? Nur weil dir jemand eine Discord-Nachricht geschickt hat? Nein, weil die Leute sauer sind, dass ich die Lyrics zu Willst du einen Schneemann bauen nicht kenne. Das hat Johnny sehr belastet. Ich bin der Zitate-Mann, das belastet mich. Können wir mal darüber reden, dass Pachinko echt weird ist, aber aus irgendeinem Grund scheiß beliebt ist? Oh mein Gott, Morgi, du bist so gut! Morgi weiß, wie Bingo funktioniert. Wieso Bingo? Ist gar nicht so lange her, der hatte Stunden damit verbracht. Was für Bingo?
Ja, das da oben ist, das ist Pachinko-Bingo. Ach so. Pachinko? Das ist kein normales Pachinko, sondern du hast ja... Also zwei hat er... Nein! Schon. Oh mein Gott, wir... Oh. Zweimal Bingo. Pachinko. Das wurde nicht aufgespielt. Der Rekord ist 14.900, Fully. Oh, was? Mein Rekord ist 1.600. Siehst du? Oh, okay. Ja, ich... Oh mein ich, Gott. Die anderen Runden sind alle bei 3.800 gescheitert. Was ist bei 3.800? Was ist das für eine unüberwindbare... Oh, ist das das Spiel mit den Blöcken? Das hasse ich nämlich. Oh nein. Ja, das ist... Oh, das mag ich nicht. Oh nein, ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich bin auch nicht so gut. Mehr. Also normalerweise bin ich in so Memory-Spielen ganz gut, aber da die irgendwie alle durcheinander fallen, kann ich mir auch nicht überall merken, wo die sind. Ach, deswegen kannst du sie nicht merken. Weil die überall durcheinander fallen. Ja? Krass. Was ist dein scheiß Problem? Naja, ich meine... Guckt euch an. Also, ich konnte mir das eine, immer merken. Das ist die eine Schwierigkeit an dem Spiel und du sagst, ja, deswegen kann ich es nicht. Nein, es sind viele Blöcke und sie fallen alle durcheinander. Ah, hier ja, kannst du übrigens leicht durch die Karte... Du hast das Spiel beschrieben und dann gesagt... Nein, halt den Mund, Johnny. Hier musst du wissen, welche Karte das ist. Und du kannst durch die Karte leicht gespiegelt sehen, was für eine Karte das ist. Aber das geht nicht immer. Das habe ich auch nie hundertprozentig verstanden. Es ist das Schlimmste. Komisch. Es ist das schlimmste Minispiel von allen. Ich find's schrecklich. Was? Wo spiegelt sich was? Ja, es ist das. Nein, durch die Karte durch. Aber auch nicht immer. Ganz weird. Ich weiß auch nicht, warum. Hä? Ich dachte, es ist der... Ich wusste es. Fuck. Okay, gleich können wir es bestimmt sehen. Also auf dem 3DS konnte ich sehr gut sehen vorhin, als ich es gespielt habe. Jetzt sehe ich irgendwie nichts. Ich glaube, ich sehe es auch nicht. Ja, ich glaube, es ist die Blume. Sind die Farbwerte irgendwie anders bei der Cap? Ich sehe es auf 3DS halt auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Oh, ist der Stern. Hä, was ist denn hier los? Bis zur fünften Runde sollte es eigentlich easy going sein. Jo, ich sehe nichts. Nämlich erst ein bisschen. Ich sehe es auch nicht. Ist die Feder, glaube ich. Ja. Aber wo sind die... Oh, jetzt ist die Wolke. Jetzt sieht man sehr, sehr deutlich. Jetzt sieht man sehr deutlich. Was ist denn... Was haben wir denn jetzt gerade für ein Pech, dass das nie passiert ist? Die Wolke sieht man wirklich einfach. Ja. Aber die anderen irgendwie so gar nicht. Glück gehabt, dass sie verarscht, dass wir können. Ich glaube nicht, dass es an der Wolke liegt. Das kommt drauf an, was das Spiel... Nein, die Wolke siehst du am einfachsten. Es ist immer die Wolke. Ich will es als mit der anderen nochmal sehen. Wir sind unaufhaltsam. Ja, ich habe keine Ahnung, ich erkenne nichts. Das ist der Pilz. Ich hab den Pilz. Das Problem ist, ich starte so lange an und dadurch, dass er sich bewegt, sehe ich dann von den, das Nachbild von den weißen Linien. Ich sehe den Pilz. Ja, ich glaube, ich sag Blume. Wenigstens hatten wir beide Unrecht. Ich habe halt nichts erkannt, ich habe keine Ahnung. Es ist halt auch total das dumme Spiel. Ah, die Wolke habe ich gut erkannt. Ja. Das hast du wirklich. Oh, das Pinguinrennen. Nein, das ist einfach nur die schwere Variante. Die schwere Variante? Ja, das ist die schwere Variante. Du hast mehr Zeit, aber das Ding wird viel größer. man kann einfach nicht weggucken. Das ist ein Unfall. Was soll ich sagen? Ich meine, eigentlich schaffst du es bei beiden immer ein Ziel. Okay, ich habe einen Tipp. Guck auf den oberen Bildschirm. Ich schau auf den oberen Bildschirm. Was kommt? Dann guck auf die Kugel. Okay. Dann mach genau das Gegenteil. Also du gehst jetzt durchs Ziel, verdammt! Du! Das schaffen wir. Da. Wollt ihr mal einen Schneemann bauen? Ja. Hey Johnny. Die Mario 64 soll ich dir mal die Lyrics simpel, schicken? Aber irgendwie so du verblödete Haufen Scheiße. Ja, jetzt verstehst du's. Okay, mein Johnny. Leid. Come on, let's go and play. I never see you anymore. Oh mein Gott. Come out the door. It's like you've gone away. Johnny? We used to be best buddies, and now we're not.
Oh, nein! Johnny. Oh. Tell me why. Hier hast du die. Hier hast du deine Lyrics. You wanna build a snowman. That's definitely a snowman. Hör auf damit. Du lenkst mich ab. Machst mich traurig. Okay, bye. Okay, ich werde es jetzt schaffen. Pass auf. Er schafft's nicht, oder? Doch. Shit. Der hat dann meilenweit kommen sehen. Ja, das Problem ist nicht, dass ich dich sehe. Das Problem ist nur, dass ich... Ja, das stimmt. Meine motorische Fertigkeit ist nicht ausgeprägt genug, um die Informationen schnell genug zu verarbeiten und dann meine Finger weiterzuleiten. Dieser Ball hat so wenig Polygone. Bist du schon an dem Alter angekommen, wo man da langsam abbaut? Wie viele Polygone hat dieser Ball? Kann man zählen? Ich hasse dieses Spiel! Aber er lächelt dich doch so sehr an. Sehr. Es gibt mich viele Situationen, die ich mir denke, ich bin froh über die globale Erwärmung. Dass der Schneemann gestorben ist, ist eins davon. Ich sag, es sind 25 Flächen. Aber, das heißt, aber Mowgli, du uninformierter Haufen Scheiß, es ist Climate Change. Es geht nicht darum, dass alles nur wärmer wird. Das Klima ändert sich. Ja, aber es schneit trotzdem wesentlich weniger. Aus wie vielen Flächen besteht das der stimmt. Schneeball? Oh mein Gott! Du kommst da nicht durch! Du kommst da nicht durch! Es ist wie beim Einparken. Wie packst du ein, Johnny? Ich komm hier noch durch! Das ist übrigens die schwere Variante. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, er ist in der schweren Variante weitergekommen. Oh, er ist genauso weit gekommen. Das stimmt nicht. Ich kam weiter bei der anderen Variante. Moment, es ist die schwere Variante, dabei gibt es weniger Blöcke mit Münzen, das ist doch einfacher. Aber nein, also es, du hast mehr Münzen, glaube ich, in einem Block bei der normalen Variante. Komm, fürs gute Gefühl noch eine Runde. Ja. Luigi, irgendwas. Oh. Roulette. Oh, yeah. Shit. Auf was setzen wir? Mit diesem wir machen Gewinn drei Versuche. Diesen wundervollen Abend, Jungs. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Blumenrot. Ihr habt mich von meinem so tristen Leben ein wenig abgelenkt. Johnny hat jetzt Spielschulden. Wer nicht? Oh. Das war nicht klar. Okay, nein. Auf was setzen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir gehen wieder auf den schwarzen Louis. Du hast mich überzeugt, dass man Vertrauen darin setzen sollte. Luigi schwarz. Obwohl ich ja immer noch sage, gut. Es gibt die Regel roter Louis, aber okay. Roter Luigi ist einfach, Regel. Der existiert nicht mal wirklich. Oh! 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 Okay. Komm schon! Okay, gut. Gut, das war's.